Hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Spiel. Feudal Alloy. Ein Metroidvania-Spielart, aber in einem ganz coolen Design, finde ich. Also für cooles Art-Design. Was man da genau machen soll, wie es abgeht, weiß ich alles gar nicht. Ich habe mir nur das Intro, den Trailer angeguckt. Und ja, starten wir das Ganze mal. Atu was just your average farmer robot. Who lived at the edge of a small village. He'd spent his entire life taking care of retired veteran robots. He oiled their rusty bodies using sunflower oil, which was made from sunflowers that he had grown himself. The job wasn't an easy one, but it was immensely fulfilling for him to provide a useful service to others. His job gave him the opportunity to hear lots of interesting stories from the elderly robots. They told him of how they had spent their lives traveling to faraway countries and had fought in many significant battles throughout history. Atu had always wanted to travel too, but his plans always came crashing down around him before he had even gotten started. Atu also knew only too well how dangerous the creatures in the local surrounding woods were. So why would he risk traveling beyond the boundary of his home village? Then, one quiet summer's afternoon, the village was suddenly ransacked by a gang of robot bandits. They stole all of the vitally important oil supplies he needed to care for the retired robots. As well as valuables from local residents. Atu was concerned and didn't really know what to do, but he had a strong feeling that he had a responsibility to help the other villagers and decided to bravely go against his gut and venture into the dangerous woods. He borrowed a rusty sword from one of the elderly robots and set off on a mission to reclaim the stolen oil that the villagers so desperately needed to survive. The best clandestine escape route that Atu could think of was traveling through the interconnected cellars underneath the village, which were designed to protect people from enemy attacks during wartime. Okay, interessante Geschichte. Holen wir uns doch mal das Sonnenblumenöl zurück, damit die alten Knaben nicht ganz so rostig aussehen. So, oh, das Ganze läuft aber recht flott hier. Jetzt kann ich springen, hauen, springen, hauen. Gut. Ah, können wir durchhauen? Okay. Da ist auch noch irgendwas. Oh, kann man irgendwas einsammeln. Was immer das war. So, guck mal, gibt's hier, das ist unser Menü. Okay, ich denke mal, da wird ein Tutorial dabei sein. Deswegen laufen wir erstmal weiter. Ah, es ist ein. Okay. Wie kriege ich das da oben denn? Oh, so vielleicht. Du hast etwas Öl gefunden. Öl ist im Moment sehr wichtig. Es ist das Lebenselixier für deinen Körper. Du kannst es trinken, indem du den Knopf Verwende Öl drückst. L. Okay. Brauchen wir jetzt aber noch nicht, ne? Haben wir noch volles Öl, oder? Gut, Strom ist auch nicht so schön. Na gut. Da kommen wir ja nicht hoch. Einen anderen Weg laufen wahrscheinlich. Unten links eventuell? Nö. Ach, guck mal, das ist da meine Anzeige. Irgendwann bin ich überladen. Ich kann also nicht durchgehend schlagen. Das ist auch witzig. Trinken wir ein bisschen Öl. Ach, guck mal, da oben sieht man, mein Öl füllt sich auf. Das ist meine Energieleiste also. Okay, aber kann ich jetzt einfach da hochgehen? Oder werde ich trotzdem wieder vom Strom zerfetzt? Ah, okay. Ich muss natürlich Öl ein bisschen mehr nehmen, damit ich nicht ganz so zerfetzt werde. Nicht rein, gehen wir runter. Oh, ist es heiß?
So, wie man sieht, wäre es richtig heiß da unten. Da müssen wir natürlich richtig schnell sein. Glaube ich. Nee, das bringt auch nichts, wenn man richtig schnell ist. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Den Knopf oder so? Einen Schalter? Nein. Hä? Also Farbe wechseln, okay. Farbe wechseln? Pause bewegen. Bombe wechseln. Haben wir nicht so viel, ne? Ah, da. Was kann er denn da so? Also kann nichts erkennen. Immer das heißt. Warte mal. Wir haben ja nichts Besonderes hier, dass wir großartiges können jetzt. Also müssen wir hier runter. Wir können hier auf jeden Fall nicht kämpfen. Das funktioniert nicht, aber wir können hier längs laufen. Das ist schon mal gut. Ich kann hier nicht kämpfen. Okay. Weil meine Systeme überhitzt sind. Was ist das? Okay. Du hast etwas Kühlflüssigkeit gefunden. Ah, okay. Damit können wir uns wahrscheinlich runterkühlen. Ah, super. Ah, okay. Muss man auch erstmal wissen. Jetzt können wir wieder kämpfen, glaube ich. Aber nicht zu lange, wie man sieht. Okay, warte. Okay, da geht's hoch. Gut. Also auch nicht so easy, ne? Muss man jetzt mal hier raufkommen. Achtung. So, hier längs. Öl. Öl brauchen wir für unser Leben. Oh, wo kommen wir hin? Ah, okay, jetzt kann man nicht zurück, ist zusammengefallen. Gut. Komm hier runter. Okay, gibt's nichts. Also das, die Grafik gefällt mir ganz geil, also ganz gut, ganz geil. Gefällt mir wirklich ganz gut. Kann man nicht runter oder irgendwas machen, ne? Kein, nein, okay. Ja, ist wie so eine Bombe da oben. Darf man wahrscheinlich nicht berühren. So wie das zum Beispiel. Direkt runter. Jetzt habe ich den Knopf gedrückt. Den Knopf drückt man einfach, indem man nach oben drückt. Okay. Oh. Na. Wir müssen durch die ganzen Kellergewölbe gehen hier. Wenn ich da einsammle, das wird wahrscheinlich gebraucht für irgendwas. Oh, da liegt doch irgendwas, will ich auch haben. Was ist das? Kommen wir nur von oben rauf? Okay, versuchen wir nochmal. Ah, ich war doch fast da. Nochmal. Oh, keine Ahnung, was es ist. Was hast du denn mit dem? Geht's runter? Gehen wir mal runter kurz. Eine Kiste! Eine Schatzkiste sogar. Was war das? Mal reingucken. Was? Rustikale Eisenhände. Was haben wir denn jetzt? Wo kann ich denn sehen, was besser ist? Warte mal.
Eisenbauernhände. Eins. Also, ich glaube, Rüstung. Lass uns die mal anziehen. Oh, Kohle. Gold. Kohle. Ach, oh, ein Geheimgang. Ein Geheimgang. Okay, da unten eine Roboter, die müssen wir wahrscheinlich killen. Oh. Oh. Nein! Hüpf, 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 hüpf! So. Ich will Leben trinken hier. Schlecht, nicht schlecht. So, was können wir damit alles anfangen, ist die Frage. So viel Öl haben wir auch nicht mehr, wie ich sehe. Noch zwei Dinger. Aber Gefriermittel haben wir gut was eingesammelt. Sollen wir lieber nochmal ein Öl trinken? Dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Ich will mal ganz kurz gucken, ob man. Was anderes haben wir auch nicht. Gut. Weil die Gegner kommen auf jeden Fall immer wieder. Ist auch nicht schlecht, denn falls mal irgendwas fehlt, kann man einfach wieder sozusagen farmen. Gucken wir mal, was er da macht. Oh. Reinpacken, aber wir haben nichts, okay. Ich geh erstmal runter. Weiter geht's. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, gespeichert hier. Ja. Speicher links. Wer ist er denn? Ach, guck mal hier, ein Kaufmann. Okay. Was denn so da? Was ist denn das? Winzige Ölkanne. Eine winzige Ölkanne fügt in deinem Körper Öl, wenn die Öl zu. Flüssigkeitsstickstoff, okay. So viel Geld haben wir gar nicht, ne? Ja, hier haben wir ein bronzene Landarbeiterbänder, okay. Aber müssen wir ein bisschen Kohle sammeln. Die Kohle haben wir gar nicht. Ja, wir haben doch nicht so viel Geld. Okay. Kann man wahrscheinlich ein bisschen testen, seine Waffen. Durch. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie was, um diese Türen zu öffnen. Mal sehen. Gibt es vielleicht nachher sogar Abkürzungen? Ah, okay, man kann auch so runtergehen, okay. Das? Oh, Musik geht aus. Ist nie ein gutes Zeichen. Ah doch, hier schon. Was? Gut gemacht, du hast einen Teil der Karte gefunden. Geh in dein Inventar und aktiviere sie. Okay, machen wir. Ah da, okay. Ah, okay. Das ist die Karte. Na gut. Ist auch nicht so riesig, ne? Aber. So.
Dann kann ich wohl nicht durchhauen, die Tür. Schade. Oh, wollte eigentlich erst den Typen killen da, aber naja. Das dauert noch ein bisschen lange Ladesequenz hier. Oder du hast eine erste gestohlene Medaille gefunden. Sein Besitzer wird sehr glücklich sein, sie wiederzufinden. Okay, da haben wir ein paar Sachen gefunden. So. Oh, fette Brummer, wa? Oh, wir haben sie getroffen. Eieiei, was für ein fieses Teil. Hat gespeichert. Ich würde fragen, wo wir hin sollen, ne? Wollen wir nochmal speichern? Ne, das ist die Tür, okay. Okay. Die sind ja schon aufgespießt da im Hintergrund, die ganzen Roboter. Die Sünde. Oh. Oh, oh. Der erste Boss hier, oder was? Scheiße, ich wollte noch schnell was trinken, aber das wurde wohl nichts mehr. Okay, nochmal. Eieiei. Kloppt rein. Oh, muss ich jetzt aufmachen. Okay, wir haben volles Leben. Probieren es mal. Nochmal, nochmal. Eieiei. Nein. Nein. Scheiße, scheiße. Das war's? Puh. Da auch mal ein Schlückchen Öl. Nee, hab ich kein Öl mehr, leider. Aber speichern kann ich hier gleich. Sehr gut. Heieiei. Die war ganz schön hart, ne? Ah, jetzt raus? Okay. Heieiei. Der knüppelt aber ganz gut rein. War doch gerade. Oh Gott, ich bin hoch. Ah, da ist eine Kiste. Da ist noch was Nützliches drin. Ein Mikrochip. Großartig, du hast ein Bombenmodul gefunden. Es besitzt die Fähigkeit, verschiedene Bomben zu werfen. Wie cool ist das denn? Und hier, ne? Ach, hier wird die Fähigkeit, verschiedene Bomben. Nein. Oh. Wie werfe ich denn die Bomben? Ah. Muss man wahrscheinlich erst Bomben finden oder so. Ach,
Ach, jetzt habe ich die Bomben gefunden, okay. Und den du bombardiert zerfällst, oder drückst A. Ach, da kann ich auch steuern mit. Na? Achso, muss ich nochmal drauf drücken, okay. Fernzünder, okay, wir sollen die hier oben auch nochmal hin. Mehr kann ich nicht nehmen, okay. Das war's, mehr kann ich nicht nehmen, aber trotzdem schon ganz gut. Ach scheiße, wie soll ich das denn machen? Ah doch, warte. So, vielleicht. Kohle, Kohle, Kohle. Warte, mehr sind da nicht. Gut. Bomben-Dude ist ganz geil. Ah, okay. Ein Fahrstuhl. Ein neues Schwert. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Schaden plus Überhitzungstemperatur. Das macht nur Schaden. Also nehmen wir das. Jetzt war alle Geheimwege längs gehen hier. Sehr cool. Mann. Okay. Das ist ein Chip. Ach, damit kann man die Türen aufmachen. War es nicht so ein Türchip? Bestimmt. Sieht auf jeden Fall so aus wie das, was man da reintun konnte. Gut zu wissen. Dann zurück hier. Auf die Karte gucken. Kann die Karte auch schnell aufrufen? Da. Ah, ich meine, das ging irgendwo. Ah, nein. Wenn ich da rein in den Typen. Ich weiß mal hier oben, was hier oben noch ist. Ach, da hätte man, glaube ich, die Tür auch zerschmettern können, ne? Das sah so zumindest so aus. Mal sehen. Eine Bombe bringt wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee. Also da kommen wir nicht weiter. Das ist so eine. Da muss man wahrscheinlich irgendwie mit Strom mäßig was machen können. Das können wir noch nicht. Fahrstuhl mal holen. So. Und jetzt können wir doch nochmal woanders längs gehen. Da gibt es auch noch einen Weg. Den nehmen wir. Okay, war nicht so schlimm. Das war aber schlimm. Ja, ups, das ist mein Gold. Das nehmen wir noch mit.
Ah, hier nicht, waren wir doch schon, glaube ich. Ah, genau. Dann wieder hier. Ah, ist ein anderer Weg zurück eigentlich. Na gut. Ich gehe trotzdem nochmal hier längs. Denn. Hallo, nur nach oben. War schon leer ausgesaugt, den ganzen Bomben, die wir hatten. Aber wir haben ja noch 8 Bomben da oben, sehe ich. Reingehen. So. Versuch das Ganze nochmal. So, und jetzt? Sollen wir da rüber springen? Oh! Das war fies. Wir können uns alle malen, wir gehen jetzt hier hoch. Oh, da hoch. Diese Tür. Ui, die nehmen wir gleich mit. Rostige Beine? Nein. Da, Datenkasse, der sieht aus wie eine Datenkasse. Okay. Geschwindigkeit verlangsamen Schaden. Testen wir mal. Kann sein, aber wir haben ein bisschen mehr Schaden. Ich muss geradeaus weiter, bevor wir reingehen. Trotzdem mal runter. Eieiei. Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Die können wir jetzt ja gebrauchen. Ritter ohne Furcht und Tadel bin ich. So, jetzt geht's hier rein. Diese Datasette hatte ich schon irgendwo mal gesehen. Ich überlege gerade wo. Also ja, ziemlich am Anfang, ne? Boah. Ich kann nicht mehr trinken, was? Braucht man nicht Öl. Ja, die haben ja schon gedacht, dass die wegklappen. Erstmal, wo es hier hingeht, wo wir dann nach oben hüpfen. Irgendwo ein bisschen Leben herbekommen. Ah,
Aber wo kriegen wir noch mehr Leben her jetzt? Uns fehlt Öl. Halt. Mit das Geld hier, ne? Das Geld nehmen wir noch mit. Was ist das für ein Schwert? Eiserner Grasschneider. Bronzener Sturm. Schade, wird es aber so los. Gucken wir mal, was den Schaden der austeilt. Oder auch nicht. Hey, muss irgendwo Öl geben, muss doch mal irgendwo Öl geben. Haben wir ja nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Es sieht alles so bekannt aus, ne? Ist auch so ein bisschen schwierig hier irgendwas Unterschiede zu erkennen, finde ich. Ja, hier waren wir schon, okay. Ist leider alles sehr ähnlich. Okay, wir gehen das trotzdem mal hier längs. Denn wir müssen ja irgendwo weiterkommen, wo wir nicht weiter gekommen sind vorher. Genau, hier war das. Genau, hier. Und jetzt? Okay. Genau. Siehst du? Irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen. Oh, nee. Shit. Das ist leider auch nicht genau, wo wir anfangen. War schon irgendwie klar, oder? Da kommt die Karte an. Ja, ganz da unten. Ist ja nicht weiter schlimm. Ja, wie gesagt, sagt, was ihr davon haltet. Eventuell spielen wir es dann weiter oder wir lassen es. Könnt ihr mir Bescheid sagen. Also ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Aber ja, schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss.